Mäuse, Kanarienvögel, Fliegen und sogar Rentiere. An die 100.000 Besucher sehen diese ungewöhnliche Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin. Der belgische Installationskünstler Carsten Höller spürt hier dem mystischen Zaubertrank Soma nach. 12 Rentiere bekommen Fliegenpilze zu fressen, die halluzinogene Wirkung entfalten sollen. Der Urin der Rentiere wird in homöopathischen Dosen unter anderem Kanarienvögeln verabreicht. Man weiß nicht, wo der Fliegenpilz ins Spiel kommt. Man weiß also nicht, ob hier das wahre Soma ist oder einfach nur Urin oder ob es auf der anderen Seite der Fall ist. Das ist also auch wieder einfach nur unserer Imagination, unserer Fantasie überlassen. Als Teil des Ausstellungskonzepts können Besucher die Nacht in der Halle verbringen und von dem Zaubertrank kosten, für 1.000 Euro pro Nacht. Die Nachfrage sei überwältigend gewesen, berichtet die Kuratorin. Zu den Erfahrungen mit den Pilzen hält sie sich bedeckt. Was man lernen kann durch diese Ausstellung ist, glaube ich, und das ist für Carsten Höller ganz wichtig, eine sehr individuelle Erfahrung. Also zuerst mal kommt man hier rein und denkt, es ist groß und spektakulär, das ist es auch, aber ich glaube, das, worum es Carsten Höller im Kern geht, ist etwas sehr Persönliches und Intimes. Die Reaktionen der Besucher sind gemischt. Viele sind amüsiert, andere sind überrascht vom ungewöhnlichen Geruch in der Museumshalle. Aber ist das Kunst? Ich finde, solche Events gehen zu weit. Das ist keine Kunst, das ist Unterhaltung. This is not art, this is entertainment. Mal sehen, ob die Ausstellung so nachwirkt bei mir. Ich kann es mir vorstellen, so. Also, dass ich noch so Bilder habe heute Abend oder morgen. Kunst oder Event? Den Rentieren ist die Aufregung egal. Sie knabbern angeblich auch in freier Wildbahn gerne mal an Fliegenpilzen. Die wirken offenbar beruhigend.